Hallo zusammen, der Carsten hier. Jetzt einmal zum großen Roundup über die Geräte, die ich hier so gerade auf dem Schreibtisch liegen hat. Ja, für jede Firma ist es irgendwie ein Flaggschiff. Wir sehen nämlich hier das Nokia Lumia 920, hier das iPhone 5 und hier haben wir in der Tat das Nexus 4, Googles neues Schlachtschiff. Hier an der Seite habe ich nochmal mein Produktivgerät liegen. Das ist nämlich der Vorgänger des Nexus 4, das ist das Samsung Galaxy Nexus. Ich hoffe, ich habe alle technischen Daten noch richtig im Kopf und kann euch in der Kürze der Würze mal einen schnellen Überblick über die Geräte geben, damit ihr euch mal vielleicht ein kleines Bild machen könnt. 4,5 Zoll beim Nokia Lumia 920 1280x768 in der Auflösung, 8,7 Megapixel Kamera, Windows Phone 8, wiegt dafür 185 Gramm, liegt definitiv gut in der Hand. Polycarbonatgehäuse. Ich mach's mal an, dass ihr das mal gesehen habt. Ist ein Ticken schwerer, aber dennoch gut zu handeln. Hier nochmal im Vergleich zum Nexus 4, dass ihr das nochmal anhand der Dicke gesehen habt. Die ganzen technischen Daten findet ihr natürlich auf unserer Seite. Da könnt ihr euch ein bisschen einlesen. Lumia 920 mit LTE, Nexus nicht. Das nächste Flaggschiff ist das der Firma Apple. Hier finden wir bei der Telekom LTE vor. Wir haben hier ein 4 Zoll großes Display mit 640x1136. 1,3 GHz Dual Core, 1024 MB RAM zu haben in 16, 32 und 64 GB. 8 Megapixel Kamera, 112 Gramm leicht. Hier haben wir nun das Objekt der Begierde, das neue Nexus 4. 4,7 Zoll WXGA True HD IPS Plus Display mit 1280x768 Pixeln. Ihr habt hier einen Qualcomm Snapdragon S4 Pro mit 4x1,5 GHz und der Adreno 320 GPU und zusätzlich 2 GB Arbeitsspeicher. Zu haben ist das Gerät, welches nicht erweiterbar ist, in Speichergrößen von 8 GB und 16 GB. Das ist die Größe des internen Speichers. 8 Megapixel mit LED-Blitz habt ihr auf der Rückseite. Weiterhin kann das Nexus 4 Android Beam NFC kann sich drahtlos aufladen, sofern ihr das entsprechende Gegenstück dazu habt. Und als super Feature immer wieder erwähnen, Miracast Wireless Display. Macht euch darüber schlau, es ist wirklich eine tolle Sache. 2100 mAh Lithium Polymer Akku, 139 Gramm. Das ist der Vorgänger, der bei mir schon ein bisschen gelitten hat. So sieht er halt aus. 5 Megapixel, 1 GHz Prozessor und 1 GB Speicher. Jetzt zeige ich euch die noch mal so ein bisschen nebeneinander, dass ihr die so seht. Einmal auf der linken Seite Nexus 4 und auf der rechten Seite Galaxy Nexus. Auf der linken Seite Nexus 4, auf der rechten Seite iPhone 5. Hier noch mal in der Direktübersicht, also da seht ihr schon 4 Zoll zu 4,7. Ist schon mal eine Ansage. Trotzdem, dennoch, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gezeigt. Ich komme da eigentlich, und ich habe wirklich nicht die größten Finger, wenn ich so halte, ich komme wirklich überall gut dran. Zu guter Letzt, gleiche Auflösung, dennoch unterschiedliche Displaytypen, 4,7 und 4,5. Nokia Lumia 900, Nokia ist ein neues Schlachtschiff, mit dem man definitiv seinen Platz im Markt finden wird. Vom Design her finde ich sogar von den Farben her das Lumia ganz schick. Ups, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. So sieht der Spaß dann aus. Das Lumia 920 wiegt eine ganze Ecke mehr, ist wuchtiger, ist aber dennoch im Bereich des Vertretbaren. Hier nochmal im Roundup. Die beiden Geräte drehen immer durch, weil sie beide NFC haben. So sieht der Spaß aus. Einmal von hinten. Einmal noch das Vorgänger Nexus und einmal noch das iPhone 5, das ihr hier seht. So werden die Größen zum Beispiel. So. Und noch ein letztes Mal von vorne.
So sieht der Spaß dann aus. Zu fast allen Geräten findet ihr irgendwie bei uns Testberichte, beziehungsweise die werden noch kommen. Und ganz spannend wird besonders der. Ja, bis dann. Ciao.